Hallo Freunde, zurück bei der zweiten Folge vom Landwirtschaftssimulator 2009 Island. Also ja, es ist das 11, aber egal. Wir haben letztes Mal ein bisschen noch ein paar Sachen gesehen und so. So hat er schnell hier ein bisschen abgeladen, fertig geladen hat. So, dann kann man hier wegfahren schnell. Und so. Habe im letzten Video schon angesprochen, dass es zwischen 10 und 15 Minuten geht. Das Video. Jetzt gehen wir ein bisschen ein paar Sachen anschauen. Und so. Ja. Schauen wir mal. Hier haben wir dann letztes Mal da den Kaiser gesehen. Was ich eigentlich recht schön finde. Weil der ist auch im 9er vorhanden und das finde ich toll. Ja, das ist mal im 9er auch eine Glasflasche gehabt. Genau gleich wie beim Hafen. Ja. Dann, was haben wir noch? Hier kannst du, glaube ich, auch was abgeben, aber ich weiß noch nicht was. Die Kirche ist auch noch geblieben. Das ist auch noch gut. Dann hier die Felder. Ja. Hier der Strand. Dort hinten ist, glaube ich, der Strand, ja. Also in unter in der Kartenecke hat sie ja noch die den Ding. Wie sagt man den zweiten Nachtraum und der andere ist oben in der Ecke nach dem Hafen. Da kann man eigentlich nachher, wenn es gut geht, auch noch hier anschauen. Ah, hier der Basketballplatz. Das war der. Früher war der, glaube ich, nicht. Mal gab der Basketballplatz schon, aber. Ui, ja, der Park, ja, das weiß ich noch, der war toll. Musstest du im 9er auch eine Mission machen? Im 8er weiß ich nicht. Du, und... Jetzt. Aber probier das ja nicht in echt aus. Im 9er musstest du hier auch eine kleine Mission machen hier. Was war los, dich? Ja, und ich letztes Mal die Map gesehen habe, hat mir eigentlich recht alte Erinnerungen wieder aufgeweckt. War eigentlich toll. Und so. Ja, und unten war jetzt halt, da kannst du rumgehen. Aber gehen wir jetzt nicht gerade sofort. Hier die alte Kirche in Art. Nein, aber das ist, nein, oder das ist, nein, das ist, glaube ich, gar keine Kirche, ich glaube, eine Kapelle oder ein Haus. Oh. Ich glaube, auch ein Haus. Kapelle oder Haus, irgendwas in dieser Richtung. Hallo, ist da jemand? Nein, okay. Das. Ich weiß nicht, der Nachbar war's. Ja. Ja, und ich habe irgendwie früher irgendwie 32 Stunden da so gespielt, also echt wenig. Ich weiß auch nicht. Na, 8 weiß ich gar nicht. Aber im 8er kann ich euch erzählen, wenn ihr mal 8 noch nicht gespielt habt, habt ihr nicht viel verpasst. Ja, der Shop. Weil im 8er hattest du eigentlich keine Straßen rein, nichts, nur Felder
Wie gesagt, zwei Traktoren, das sind größer und kleinerer Fendt. Was hattest du noch? Ja, wie gesagt, einen größeren und kleinen Mähdrescher und noch kleine Feldspritze. So, die will im Neuner eigentlich auch im Standard war. Ja, schaut. Neuner Standard war. Kleiner Grupper, kleine Sämaschine, kleiner Pflug. Ja. Im Neuner hattest du ein bisschen nicht mehr den Fan, sondern einen anderen Starter. Aber trotzdem noch recht viel. Ja, was hattest du noch? Mal überlegen. Ja, im 8er hast du wie gesagt nur noch eine Fuchtart gehabt und dann musstest du jedes Mal zum Ding runterrennen. Und so musstest du natürlich runterrennen zum Ding. Warte mal, nur mal anfangen ist ja nur mal zum bisschen auch zeigen. Und dann hattest du, was hast du denn noch? Ja, du hattest da früher irgendwie nur noch so Anfangtraktoren. Mod hattest du zwar auch ein paar. Aber ja, das war's eigentlich schon. Aufmachen. Muss man natürlich auch, sonst geht's nicht. Und ja, dann hattest du halt, wie gesagt, halt einfache Mods und die meisten Mods gingen nicht mal. Also ich hatte irgendein Fortmehrwerk, wo gar nicht ging. Dann hattest du eine riesengroße Gruppermaschine, also wirklich recht große, fast wie jetzt im 9er, also im 11, 3, 5, 17er. Aber du hattest hinten zwei kleine und vorne eine zwei große, so wie Flügel, wo aufgingen auf Räder. So runter. Die vermisse ich irgendwie. Ja. Hör mal auf, ja. Dann hattest du ja wie gesagt genau solche. Dann hattest du so ein Mais oder so hattest du gar nicht mal. Was hast du noch? Ah, die Gärtnerei. Ja, ein selbstfahrender Mäher. Der war geil. Der war richtig nice geil. Er war genauso eigentlich fast wie die anderen, aber du hattest seitwärts zwei, vorne hattest du drei. Also, wie will das natürlich das Flügelmäherwerk mit dem Fortmäherwerk verbinden würdest. Das war geil. Ja. Ja, der war auch recht nass, der vermisste ich. Natürlich hattest du denn irgendwie, da war so Schilde oder so. Auch so Schilds. Was hattest du noch? Schilde. Ja, wo konntest du die Steine zusammentun? Dann hattest du so einen kleinen Traktor. Ich weiß nicht die Marke mehr, aber ich habe fast sieht aus wie so ein kleiner John Deere. Bisschen. Aber auch mit Dingen, den hatte ich irgendwie, ich weiß auch nicht. Die ganz großen waren im neuen Regen immer die drei Fahr, die Dreier. So. Was waren das? Die, ja, so, na, die drei Achser. Rote. Was habe ich die im Wagenmod? Fast wie die eigentlich, glaube ich. Nein, was? Ja, waren fast wie die drei Achser. Kam P, glaube ich, hießen sie oder irgendwas. Waren auch so drei Achser. Und konntest du gerade ein paar hintereinander anhängen. Ich glaube, die waren's. Ich glaube, irgendwie die hatte ich drei Stück hintereinander angehängt. Die war lustig. So einen hier. Konntest du gerade irgendwie drei Stück hintereinander anhängen und dann hatte ich jetzt mit diesem kleinen. Ah, der Hafen da hinten.
Konntest du gerade irgendwie drei Stück hintereinander irgendwie anhängen? Womit haben sie mit diesem kleinen irgendwie nach vorne, nach zum Hafen runtergerattert? War lustig dort mal. Ja, da hat es ja noch die 9er Gold-Edition gegeben. Die war auch noch in diesem Sinne recht nice. Also ich fand sie noch recht nice. Ich glaube im 9er oder im Gold. Im 9er Gold-Edition. Ich weiß es nicht mehr genau. Konntest du ja ein Flugzeug haben? Selbstmord. Ist. Konntest du haben? Und ja. Ich glaube, nein, es war in der Gold-Edition, hattest du ja noch extra so drei, vier Traktoren für Gold-Edition. Also ein paar Maschinen, wo in der normalen Edition zwar gegangen ist, aber du konntest sie nicht benutzen. Also, du hattest sie zwar in deinem Ordner, in deinem Ordner drin, aber du konntest sie auf Deutsch gesagt nicht benutzen. Das war der Fendt 380 GT Turbo. Also der Geräteträger, wo ja vorne gar keine Motorhaube hat und kein Motor. Der kennt der immer. Das war glaube meiste Zeit auch glaube im 10er oder nein nicht im 10er. Im 11er glaube auch noch vorhanden und im 13er. Ja, so war es irgendwas. Was hatte man noch? Ja, das ist wie gesagt der Flug, der Flieger und so. Und ich wünsche mir eigentlich ehrlich gesagt noch, also jetzt ist meine Meinung her, dass man vielleicht noch eventuell noch paar mehr solche Maps oder Mods von früher, also von früher ein bisschen noch aufnehmen würde. Wieder. Ja. Wo wollen wir eigentlich noch hin? Noch schnell. Hier oben waren wir eigentlich. Hier, da, ja, da. Das war auch seine Abladestelle früher. Der ist auch noch. Ist immer noch vorhanden. Ich glaube wohl. Das war ja früher, aber auch eine Abladestelle. Ja, wie gesagt, im 9er, oh, Gold Nugget. Im 9er hattest du, ja, ich glaube auch so ein kleiner Parcours im Hafen unten, nur musstest fahren hinten durch. Könnte man eigentlich auch noch schnell anschauen gehen, kurz. Ja, ich will einfach jetzt ein bisschen mehr von der Map zeigen, ein bisschen. Ja. Ja, und was hattest du? Ja, irgendwie wie gesagt, hier die Flaschen oben und hast du nicht gesehen. Und dann irgendwo bei irgendwie bei den alten Ablegestelle oder was ist irgendwo hat es noch eine Baustelle gehabt als Brücke. Das weiß ich noch. Ja, der Platz da zum Abgeben. Also das in der Mitte hier, das da war, glaub nicht dabei. Und früher konntest du sogar im 09er konntest du sogar die Autos auflupfen oder wegcrashen. Ja, was sind jetzt die Schattierungen? Sie parken irgendwie bin da ein bisschen da die Abladestelle. Ja, Freunde. Jetzt kann man, sind wir jetzt wie gesagt am Ende langsam. Ihr könnt mich sehr gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Gebt bitte einen Daumen nach oben, wenn euch gefallen habt. Könnt mich sehr gerne abonnieren, wie gesagt. Schaut auf meinen Kanal vorbei, was ich für Videos gemacht habe.
Ihr könnt mir sehr gerne bei Twitter und Instagram folgen. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, Freunde!